Willkommen bei der neuen Sendung von Tichys Einblick. Willkommen im Chaos, haben wir diesmal die Sendung betitelt. Warum Chaos? Die jüngsten Entscheidungen der Bundesregierung zeigen, wir dürfen jetzt wieder Kernkraftwerke betreiben, allerdings nur höchstens, versprochen, bis 15. April. Also bis 15. April gibt es Strom aus den Kernkraftwerken, immerhin für 10 Millionen Haushalte. Und dann hoffen wir darauf, dass der Osterhase uns Strom bringt oder Kohle oder sonst irgendwelche Eier. Was geschieht dann mit der Energieversorgung des Landes? Und diese Energieversorgung ist die wichtigste Säule, auf der die Wirtschaft und das Wohlergehen der Bürger beruht. Immer kurzfristiger, immer sprunghafter, immer unplanbarer wird die Wirtschaftspolitik. Das ist das Thema, das ich heute diskutieren will mit unseren Gästen. Saskia Ludwig, Unternehmerin und Mitglied des Landtags des Landes Brandenburg für die CDU. Johanna Walig, Journalistin und Filmemacherin. Kollateral ist eine Serie, die ihre Handschrift trägt. Dr. Hans-Jürgen Völz, Leiter der volkswirtschaftlichen Abteilung des Mittelstandsverbandes, Bundesverband Mittelständischer Wirtschaft. Und wie immer führt durch die Sendung mit mir Frank Henkel, früher Bürgermeister der Stadt Berlin. Frau Walig, Sie haben sich in Ihren Filmen intensiv mit den Folgen der Corona-Politik für höchst unterschiedliche Beschäftigte oder Betroffene beschäftigt. Müssen Sie jetzt eine neue Sendung aufstellen, die Betroffenen der Energie- und Wirtschaftskrise? Naja, diese Kollateralschäden, das sind ja die Auswirkungen der Maßnahmen der Politik gegen einzelne Bürger, gegen kleine und mittelständische Unternehmer. Und insofern muss man die Serie überhaupt nicht neu erfinden, sondern eine Krise jagt die nächste. Und selbstverständlich haben jetzt auch die neuen Maßnahmen oder die Steigerung der Energiekosten und halt auch die Steigerung der Lohnkosten, die unterbrochenen Lieferketten, die unterschiedlichen Auswirkungen auf die einzelnen Unternehmen und sie müssen sich dementsprechend verhalten. Und insofern müssen wir das Rad jetzt nicht neu erfinden, sondern wir drehen die Kollateralserie in der zweiten Staffel einfach weiter als internationales Wirtschaftsformat und zeigen auf, welche Auswirkungen jetzt die aktuellen politischen Entscheidungen und die aktuellen auch wirtschaftlichen Effekte auf die einzelnen Unternehmen haben. Wir reden ja häufig über Volkswirtschaft und Herr Völz wird uns das dann auch erklären. Aber wie ist es jetzt für Betroffene? Was sind aus Ihrer Sicht die am härtesten getroffenen Bürger durch eine Politik, die ständig neue Sparappelle bringt, aber sonst wenig auf die Beine? Naja, vor allem sind natürlich neben den einzelnen Bürgern auch die kleinen und mittelständischen Betriebe betroffen. Und es findet ja im Moment eine große Umverteilung statt, von der Mitte nach oben zum Beispiel. Also dass die mittelständischen Einzelhändler oder Unternehmen eben ihre Kunden verlieren an große Konzerne. Und dann halt natürlich auch eine Umverteilung nach unten. Also wenn jetzt ein Bürgergeld eingeführt wird oder irgendwelche Staatshilfen verordnet werden, dann werden die natürlich von dem Mittelstand bezahlt. Also der Mittelstand blutet aus und es findet zeitgleich eine Umverteilung von der Mitte nach oben, aber auch nach unten statt. Saskia Ludwig, Sie sind ja nicht nur Mitglied des Brandenburgischen Landtages, Sie sind auch Unternehmerin. Und wir haben es gerade gehört, die deutsche Wirtschaft scheinbar und real im Krisenmodus, multiple Krisen, also Corona-Lockdown, gestörte Lieferketten, Krieg in der Ukraine, hohe Inflation, hohe Gas-, Öl- und Strompreise, Fachkräftemangel, wenn wir Sie hier in der Runde haben, als Unternehmerin, als mittelständische Unternehmerin. Wie geht es dem Mittelstand in Brandenburg eigentlich mit diesem Krisenmodus? Also man könnte ja bald sagen, dass der Mittelstand den Krisenmodus mittlerweile verinnerlicht hat. Aber das Problem insgesamt ist, was Herr Tichy auch schon gesagt hat, ist diese Selbstbestimmung, die nicht mehr da ist. Man hat es selber eben nicht mehr in der Hand. Und es liegt auch nicht mehr am eigenen Vermögen oder Unvermögen, ob was funktioniert oder nicht funktioniert. Und weil Sie gerade angesprochen haben, Fachkräftemangel, da kann man sehr breit und intensiv darüber diskutieren. Das Bürgergeld, was kommen wird am 1.1., wird die Situation noch verschärfen. Und da kann man natürlich auch schauen, welche Entscheidungen der Politik auch dahin geführt haben, dass dieser Fachkräftemangel jetzt auch mit voller Wucht da ist. Also Fehlanreize der Politik an dieser Stelle? Fehlanreize der Politik. Bildungssystem, es wurde jetzt natürlich zu weit gehen, da intensiv zu diskutieren. Wir hatten vor 10, 15 Jahren schon das Problem, Lehrlinge zu finden im Tiefbau, die auch die Fertigkeiten und die Fähigkeiten als Grundvoraussetzung mitbringen. Sodass da einfach schon es anfing, dass man gar nicht genug ausbilden konnte, weil die Grundlagen fehlen.
Aber auch Hartz-IV-Einführung von Hartz-IV hat dazu geführt, dass so einige keine Lust mehr hatten, tatsächlich auch schwere, körperlich schwere Arbeiten zu leisten. Also ich glaube, das, was wir sehen und die Kumulation dieser Krisen ist, es wird darüber geredet, dass der Markt regiert. Das tut er in vielen Bereichen schon lange nicht mehr. Wir haben seit langer Zeit in vielen Bereichen Planwirtschaft. Und das ist das Ergebnis dessen, was wir jetzt sehen. Worauf fußt eigentlich Ihre Hoffnung als Unternehmerin? Zum Beispiel etwa bei der Frage der Migration. Haben Sie Hoffnung sozusagen, dass diejenigen, die als Flüchtlinge oder sonst wie nach Deutschland kommen, etwas sein werden, wo Sie sagen, ja, hier ist noch ein Potenzial? Wir reden ja nicht nur von Fachkräften, wir reden auch von Arbeitskräften, die im Grunde ja durch diese Fehlanreize der Politik fehlen. Setzen Sie darauf ein Stück Hoffnung oder sagen Sie, alles Quatsch, hier kommen ja eben nicht nur Ärzte, Elektroingenieure und Krankenschwestern, sondern eben auch ganz andere? Also völlig zu Recht ist gesagt worden, dass es eben nicht nur Fachkräfte sind, gut ausgebildete Leute, sondern wir brauchen auch gerade für den Dienstleistungssektor Arbeitskräfte, die arbeitswillig sind. Diese Situation haben wir auch schon lange. Und 2015 ist ja gesagt worden, dass mit dieser Flüchtlingswelle wir sehr viel Fachkräfte bekommen werden. Die Realität sieht momentan anders aus. Ja, da sind Leute dabei, die sehr, sehr engagiert sind, die auch jetzt ihr Leben ganz wunderbar meistern, aber auch mit der deutschen Bürokratie zu tun haben und zu tun hatten. Aber das ist ein kleiner Teil. Ein sehr kleiner Teil. Es gibt viele Mittelständler, die sehr euphorisch in diese Situation gegangen sind, haben gesagt, super, da kriegen wir jetzt Fachkräfte, mit denen müssen sie heute mal reden. Die sehen das eben nicht mehr so. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass bei dieser unkontrollierten Zuwanderung, die wir momentan haben, wo wir nicht definieren, wen brauchen wir, wen können wir gut ausbilden, dass das für die Wirtschaft an dem Punkt besser werden sollte. Herr Völz, die Klage ist das Lied des Kaufmanns und des Unternehmers, könnte man sagen. Wir sprechen von Rekordgewinnen bei VW und BMW. Selbst die Lufthansa, die doch eigentlich gelitten haben müsste unter den Flugverboten der Corona-Zeit, hat einen Rekordgewinn. Jammern Sie auf sehr hohem Niveau, diese Unternehmen? Ist es nicht irgendwie so, dass da eigentlich glänzend verdient wird, während alle anderen zahlen? Wesentlich ist es so, dass die großen Auftragsbestände, die ja existieren und die nach wie vor auch eingehen, gar nicht abgearbeitet werden können, weil in vielen Bereichen die Ressourcen gar nicht mehr vorhanden sind. Sowohl Personalressourcen, wir sprachen über den Fachkräftemangel. Wir sprechen aber auch darum, dass die Lieferkettenstörungen nach wie vor existent sind, dass nicht genügend Ressourcen zur Verfügung stehen, um die Aufträge, die reingekommen sind, abzuarbeiten. Und wenn der Mittelstand unter einem Punkt wirklich leidet, dann ist das der Erfolg der Vergangenheit. Man unterstellt, dass kleine mittelständische Unternehmen aufgrund ihrer Flexibilität, Agilität, Resilienz, ihrer Anpassungsfähigkeit jede Krise meistern, unabhängig davon, in welcher Phase wir uns befinden, einer Krise oder wie viele multiple Krisen es gibt hintereinander. Das ist mittlerweile schon längst nicht mehr so. Es ist wirklich so, dass der Mittelstand in weiten Teilen auf dem Zahnfleisch geht und mit jeder weiteren Entscheidung oder Nichtentscheidungen der Politik herauszögern, notwendiger, ja, konsequenter Entscheidungen, die notwendig wären, um seine wirtschaftliche Basis weiter zu stabilisieren, wird die Situation schlimmer. Es ist nahezu unerklärlich, warum die Entlastungen, die schon seit langem versprochen werden, jetzt auf den 1. Januar rausgezögert werden und dann auch nur Industrieunternehmen entlastet werden sollen, im ersten Schritt 25.000. Und der Mittelstand bis zum März warten muss, bis dort dann auch die Gaspreisbremse wirkt. Also hier gibt es erheblichen Korrekturbedarf und uns würde es sehr freuen, wenn die Politik sich schnellstmöglich auf den richtigen Kurs begibt. Also das ist die Klage der Unternehmer, aber wenn ich mir die Gewinnsituation der Großkonzerne anschaue, sehe ich da keinen Grund zum Klagen. Da gibt es Einzelne wie die BASF in Ludwigshafen, die waren für Arbeitsplätze abbau, aber insgesamt scheint man da auf diesen dicken Auftragsbüchern, von denen Sie sprechen, gut zu schlafen. Nun, es ist nicht an mir, die Konzerne zu verteidigen. Ich freue mich natürlich sehr, wenn es den Konzernen gut geht. Davon profitiert auch der Mittelstand. Aber das ist in erster Linie dem Umstand geschuldet, dass Konzerne weltweit aktiv sind, dass sie je nachdem, wo die Rahmenbedingungen die besten für ihr wirtschaftliches Handeln sind, auch Aktivitäten hin verlagern können und nicht notwendigerweise nur auf den Standort Deutschland angewiesen sind. Das verhält sich bei kleinen und mittelständischen Unternehmen komplett anders. Sie sind originär davon abhängig, wie die Rahmenbedingungen hier am Standort Deutschland sind. Und wenn die Arbeitskosten ohnehin schon grandios hoch sind, wenn die Kosten für Energie explodiert sind und keine Möglichkeiten besteht für Sie am Standort, hier vor Ort, in dem Dorf im Schwarzwald, an der Ostseeküste oder in der Uckermark,
ihre Produktion zu verlagern oder ihre Dienstleistungen nicht mehr anbieten zu können zu den Konditionen, wie es in der Vergangenheit möglich war, dann leiden sie darunter. Dann haben sie nicht viel davon, wenn es BASF in Ludwigshafen gut geht oder wenn die Lufthansa Rekordgewinne einfährt. Wo liegen denn die größten Probleme im Augenblick? Man hört, dass beispielsweise das Chemiedreieck um Halle, das ja sehr stark abhängig war von russischem Rohöl und gewissermaßen östlich von Berlin, alles abgedeckt hat mit Chemieprodukten, Benzin, Diesel und so weiter, dass dieses Chemiedreieck in seiner Existenz gefährdet ist. Erleben wir eine Gefährdung ganzer Branchen, ganzer Regionen oder ist das ein Sonderfall, der nur der Schwäche der Wirtschaft im Osten Deutschlands geschuldet ist? Es ist zweifelsohne so, dass die Explosion der Energiekosten und auch der Materialkosten und auch diese hohen Bürokratielasten für Unternehmen jeder Branche und mittlerweile auch jeder Größenordnung einen erheblichen Belastungsfaktor darstellt. Und es zeichnet sich derzeit nicht ab, dass sich dort eine Besserung ergibt. Ganz im Gegenteil, die Bundesregierung ist auf dem besten Wege, die Rahmenbedingungen weiter zu verschlechtern, sei es im Bereich der Sozialkosten, zunehmende Abgabenlast. Steuern werden wahrscheinlich auch in naher Zukunft steigen werden. Die FDP wird ihren Kurs bedauerlicherweise nicht ewig durchhalten können. Die Grünen versuchen zu kompensieren für die Entscheidung, die ja unlängst getroffen worden ist bezüglich der Verlängerung der Laufzeit der Atomkraftwerke. Es ist ganz einfach so, dass der Mittelstand in einer Zwangssituation ist und darauf hofft, dass jeden Tag Entscheidungen getroffen werden, die ihn weiterbringen. Also das ist ja nicht nur das Chemiedreieck, was Sie angesprochen haben. Wir haben ja das PCK Schwedt bei uns hier in Brandenburg direkt. Und wenn das Ölembargo, was ja ein freiwilliges Embargo von Deutschland ist, tatsächlich zum 31.12. diesen Jahres eintreffen sollte, dann hat das PCK Schwedt massive Probleme. Diese Diskussion läuft seit Monaten. Da gab es eine Taskforce, weil das ja kompensiert werden sollte. Was hat man jetzt gemacht? Man hat den Mitarbeitern Lohnfortzahlung für die nächsten 2 Jahre zugesagt und versprochen, aber die Produktion selbst ist natürlich nicht abgesichert. Also man kann das nicht kurzfristig kompensieren, den Ausfall an Öl, den man durch dieses Embargo haben wird. Und das hat also wirtschaftliche Auswirkungen auf den Osten, aber auch was Produkte betrifft. Und ich glaube, dass da der ein oder andere Zusammenhang schlichtweg auch nicht gesehen wird. Oder man hofft oder man setzt aufs Prinzip Hoffnung in irgendeiner Art und Weise, aber es wird nicht funktionieren. Und diese Verunsicherung, die man da beim PCK sieht, die hat man ja bei jedem Klein- und Mittelständler. Also Corona war ja schon der erste Punkt, wo ich persönlich auch als Politiker gesagt habe, wie will man ein Hotel, Gastronomie oder andere jemals wieder dazu zu bekommen, zu investieren in die Zukunft, wenn Politik einfach von heute auf morgen beschließt, du darfst nicht mehr arbeiten. Und diese Verunsicherung nimmt jetzt natürlich in einem Maße zu, was die Energiesicherheit betrifft und die Energiepreise. Und das ist das Schlimmste, was einem Unternehmer passieren kann. Unsicherheit in den Grundlagen, die ich brauche, um arbeiten zu können. Nun sagt man ja bei vielen Dingen, wir machen die Sachen sicher. Man schüttet Kurzarbeitergeld aus, man schüttet sehr viel Unterstützung auch für betroffene Unternehmen, für Bürger aus. Aber geht es so weiter, dass der Staat einfach nur leistet, 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 was sozial schön ist, bis hin zum Bürgergeld? Aber irgendjemand muss ja die Steuern verdienen. Oder wie kommt es bei Ihnen an, Frau Walik? Haben Sie das Gefühl, wir haben hier eine Kuh, die im Himmel gemolken wird, aber auf Erden nicht mehr ernährt wird? Das ist genau das Problem der Verbände zum Beispiel. Warum auch viele, also gerade Gastronomen oder Einzelhändler, die sich durch ihre Bundesverbände oder Landesverbände nicht mehr ausreichend vertreten fühlen, weil die Verbände stets nur nah an der Politik nach Hilfen, nach Forderungen und im Grunde genommen nach Verstaatlichung ja auch und staatlicher Abhängigkeit rufen. Das ist sozusagen eine Vertretung, die den Status quo irgendwo bewahrt, kann man fast sagen, und nicht nach Veränderung oder nach positiven Impulsen für ihre Mitglieder sucht. Und diese Verbände sind halt so derart nah an der Politik, dass sie näher an der Politik sind als an ihren eigenen Mitgliedern und die eigentlich ihre Beiträge bezahlen für diese Berufsverbände. Und nur als Beispiel, wenn man jetzt den nächsten Branchentag des DEHOGA anschaut, da treten, DEHOGA ist der Hotel- und Gaststättenverband, der jetzt im Herbst wieder stattfindet.
stattfindet. Da treten auf Friedrich Merz, dann tritt ein Staatssekretär aus dem Wirtschaftsministerium, Herr Kellner, auf, dann tritt der Arbeitsminister Hubertus Heil auf und dann kommt noch als Ehrengast in Aussicht gestellt Herr Spahn. Und was wollen denn bitte die vielen, vielen Gastronomen, die jetzt bis zu 200% mehr Energiekosten haben, schon jetzt, was wollen die bitte mit dieser großen Politik, die dort auftritt, nur um sich selbst zu repräsentieren, aber nicht für die Mitglieder dieses Verbandes da zu sein? Oder diese, ja. Herr Völz, haben sich die Verbände in Berlin eingekuschelt und ihre Mitglieder verraten? Das ist ja das, was Frau Walik ein bisschen andeutet. Man will Teil der politischen Szenerie sein und hofft auf Subventionen statt eigener Leistung. Auf Verstaatlichung statt auf Wirtschaft. Mit Verallgemeinerung kommen wir hier nicht weiter. Ich bin froh und stolz sagen zu können, dass für meinen Verband, der BVMW, der Mittelstand, diese Verallgemeinerung unzutreffend ist. Zwar pflegen wir auch das Gespräch mit der großen Politik, mit Ministern, Staatssekretären, aber wir lassen da keinen Zweifel an der Position, die wir vertreten, und zwar im Sinne unserer Mitglieder, alle, die freiwillig bei uns sind. Und es geht nicht darum, einen Großteil an Subventionen ausgeschüttet zu bekommen. Wir würden uns freuen, wenn es gelingen würde, diesen gigantischen Bürokratiewulst, 51 Milliarden Euro Bürokratiekosten, Erfüllungsaufwand, so der technische Begriff, für die gesamte deutsche Wirtschaft, wenn der radikal reduziert werden würde. Der Mittelstand, aber das ist doch ein Wunsch, der ist mindestens 100 Jahre alt. Ja, und das deswegen, so wird aber, deswegen wird aber nicht schlechter. Ganz, es ist umso dringender, dass auch andere Verbände stärker akzentuieren, dass es hier etwas gibt, was wirklich einer Abänderung bedarf. Und darüber hinaus würden wir uns freuen, wenn die Politik, und dann müsste man sich mal den Bundeshaushalt angucken, mit knapp 495 Milliarden Euro, der Haushalt von Herrn Heil, Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 165 Milliarden Euro. Die gesamten Sozialleistungen in Deutschland 1,1 Billionen. Hier ist einfach eine Unwucht entstanden im Laufe der Jahrzehnte. Da muss Korrektur erfolgen. Und zwar im Sinne von mehr Investitionsmöglichkeiten, die der Staat wahrnimmt, und weniger Sozialstaat. Der Sozialstaat ist träge und behäbig geworden. Und wir sehen in anderen Ländern auch, selbst Schweden, das mir als Musterbeispiel gegolten hat, man kann auch ganz anders. Nur muss der politische Wille vorhanden sein und der Wille, der eben auch dem Wahlvolk klargemacht wird, dass eine Situation, in der wir uns jetzt befinden, eine Sackgasse führt, die uns nicht weiterführt, der letztendlich mehr Wohlstand kostet, als er jemals generieren kann. Saskia Ludwig, hat Deutschland seine Innovationsfähigkeit verloren? Damit meine ich nicht nur Innovationen in Sachen Technik, sondern auch Innovationen in Sachen, wie organisiere ich den Staat? Wir haben gerade ein wirklich altbekanntes Schlagwort gehört, Entbürokratisierung. Aber wir haben ja in den letzten 16 Jahren im Grunde erlebt, dass immer eins draufgesetzt wurde. Insofern Innovation etwas weiter gefasst. Haben wir die Fähigkeit zur Innovation in Deutschland verloren? Also wir haben die Leute eingeschläfert. In verschiedenen und auf verschiedenen Ebenen. Wir hatten vorhin Hartz IV angesprochen oder jetzt das Bürgergeld. Da haben wir wirklich Arbeitskräftepotenzial eingeschläfert, aber auch in der Verwaltung selbst. Also wenn man da junge, engagierte Leute hat in der Verwaltung, die gibt es auch. Es gibt auch ältere, engagierte Leute. Aber die stoßen so schnell an Grenzen, weil nicht mehr entschieden wird, weil man nicht mehr bereit ist, in irgendeiner Art und Weise zu entscheiden, weil man könnte irgendwo anecken. Und da ist wirklich, es ist lange, lange her, dass Jörg Schönbohm bei uns Landesvorsitzender war. Der sprach von Mehltau. Das ist 20 Jahre her. Der ist nicht weniger geworden, ganz im Gegenteil. Und ich habe die Zahlen jetzt nicht parat. Den Aufwuchs von Verwaltungsbeamten alleine die letzten 2 Jahre wegen und durch Corona und was jetzt alles noch zusätzlich geschaffen wird, und das ist die letzten 20 Jahre also exponentiell gestiegen. Und dadurch verliert man natürlich Innovationskraft, wenn man Leute nicht mehr entscheiden lässt. Ja, wenn Entscheidungen generell abgewürgt werden, weil man Angst hat, falsch zu entscheiden, dann passiert auch nichts mehr in diesem Land, sondern dann verwaltet man auch nur noch. Und das gepaart damit, dass wir auch den Mittelstand wirklich abwürgen, im wahrsten Sinne des Wortes, ist keine gute Mischung. Das ist überhaupt keine gute Mischung. Und deswegen, ja, wir haben an Innovationskraft verloren. Ich glaube, wir könnten sehr innovativ sein, wenn wir einfach die Bremsklötze ziehen würden, die uns momentan behindern, tatsächlich auch wieder eine Art Wirtschaftswunder hervorbringen zu können. Lassen Sie uns ein paar konkrete Zahlen nennen. Das Bundeskanzleramt wird gerade für 600 Millionen neu erweitert, wird dann die größte Regierungszentrale, 10-mal so gut wie das Weiße Haus oder 20-mal so groß wie Downing Street in London, der Sitz des dortigen Premiers.
Die Bundesminister haben sich in dieser Legislaturperiode 900 zusätzliche Arbeitsplätze an Beamten, und zwar hochbezahlte Beamten, nicht Polizeibeamte, sondern Ministerialräte und andere Edelbeamte da gegönnt. Also der Staat wächst wie verrückt, aber die Wirtschaft verreckt. Ist da vielleicht sogar ein Zusammenhang zu sehen? Also ja, es war ja schon immer schlimm irgendwo, also was der Mittelständler mit der Bürokratie zu tun hatte. Aber es hat sich natürlich durch diese massiven staatlichen Eingriffe im Zuge dieser Corona-Politik oder jetzt halt auch mit der neuen Energiekrise und Klimakrise, gibt es ja so viele Vorschläge seitens der Politik und so viele Einmischungen und staatliche Eingriffe, dass der Mittelständler oder kleinere Unternehmen halt wirklich auch keine Planungssicherheit oder auch keine Rechtssicherheit mehr spüren. Und daher sind natürlich auch Investitionen schwierig. Also viele, gerade Gastronomen oder Einzelhändler, haben jetzt im Zuge dieser Corona-Pandemie investiert noch in Lüftungsanlagen oder in zusätzliche Hygienevorsehungen. Es ist natürlich schwierig jetzt, die Kredite, die Sie dazu aufgenommen haben, teilweise in sechsstelliger Höhe, für die nächsten 10 Jahre irgendwo abzuleisten. Die stehen jetzt vor einer großen Investition und sehen sich dem Risiko ausgesetzt, dass sie jetzt wieder staatliche Eingriffe haben, dass sie möglicherweise ihren Laden schließen müssen wegen Energiesparmaßnahmen, dass sie Veranstaltungen beispielsweise absagen müssen, weil es nicht mehr politisch korrekt ist oder weil die Betriebe ihre Weihnachtsfeiern absagen, weil sie fürchten, dass es irgendwo ja nicht mehr PC ist, sozusagen so eine Veranstaltung durchzuführen. Das ist nicht mehr politisch korrekt ist, Weihnachten zu feiern, oder wie? Was meinen Sie? Also ich hörte von Gastronomen, die müssen ihre Weihnachtsfeiern jetzt ins Freie verlegen, weil die Kunden sagen, wir wissen ja nicht, ob es vielleicht ansteckend ist, wenn wir bei ihnen unsere Weihnachtsfeier eventuell wird die Entscheidung auch abgenommen, weil die Politik noch eine Maskenpflicht nicht nur für Innenräume, sondern auch für gastronomische Einrichtungen beschließt. Ja, das steht ja auch wieder zu befürchten. Eine andere Unsicherheit ist ja die Inflation. Haben die Leute eigentlich noch Geld, um in ein teures Restaurant zu gehen? Also ich jedenfalls bin manchmal tödlich geschockt, wenn ich die Rechnung eines Gastwirts sehe und denke mir, nächstes Mal bleibe ich zu Hause. Ja, da berichtet der DEHOGA ja auch, dass jetzt im Vergleich zum Vorjahr der Gastroumsatz um 7% eingebrochen sein soll. Herr Völz. Ja, bezüglich Ihrer Anmerkung der Ausweitung des Regierungskörpers in Berlin. Es passt einfach nicht in die Zeit, wenn von der Wirtschaft, von Konsumenten, von privaten Haushalten verlangt wird, Effizienzreserven zu heben, sparsam zu sein, nach Möglichkeit keine Energie zu verschwenden und sich auf das Wesentliche zu beschränken. Der Regierungsapparat in einem dermaßen großen Umfange, wie Sie ihn dargestellt haben, noch weiter zu vergrößern. Politik hat auch einen Vorbildcharakter, eine Vorbildfunktion, die sie wahrnehmen muss. Und man kann eigentlich von Fremden oder anderen nur das verlangen, was man auch selbst bereit ist einzubringen. So gesehen ist es ein, wie ich finde, unangemessenes Verhalten, was dort an den Tag gelegt wird. Selbst wenn es schon langjährige Planungen sind, kann man Planungen auch zeitweise auf ACTA legen und auf bessere Zeiten, wenn sich der Haushalt wieder normalisiert hat, verschoben werden. Das muss nicht jetzt auf Biegen und Brechen durchgedrückt werden, um, wie Sie sagen, dann tatsächlich die größte Regierungszentrale der Welt zu haben. Herr Dr. Völz, nun gibt es ja viele, viele Definitionen über volkswirtschaftliche Begriffe. Bleiben wir mal konkret, sind wir aus Ihrer Sicht in einer Rezession? Sind wir schon mittendrin? Was kommt noch auf uns zu? Technisch gesehen haben wir sie eigentlich schon erreicht, das kann man einfach konstatieren. Nur haben Sie bitte Verständnis dafür, dass ich mich hier nicht beteiligen möchte daran, an Prognosen, was jetzt kommen wird. Wir haben fürs kommende Jahr eine Herbstprojektion minus 0,4% ans Bruttoinlandsproduktwachstum angegeben bekommen vom Bundeswirtschaftsministerium. Wenn wir jetzt alle von Rezession reden oder Depression, dann gibt es das Phänomen des Self-Fulfilling Prophecy. Also wenn genügend daran glauben, dass es so kommen wird, richten Sie Ihr Verhalten auch daran aus und dann tritt auch dieses Ereignis tatsächlich ein. Ich bin auch jetzt noch der Auffassung, dass wenn die Politik schnellstmöglich dafür sorgen wird, dass Unternehmen entlastet werden, und sowohl auf der Kostenseite, und da ist das Portfolio längst noch nicht ausgeschöpft, als auch auf der Seite, die relativ einfach zu entlasten wäre, nämlich bei den großen Bürokratiekosten, ein großer Beitrag geleistet werden würde, dass das Schlimmste abgewendet werden kann. Sind diese 0,4 nicht eigentlich Lug und Betrug, indem man versucht, sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen, wie Münchhausen früher, indem man einfach der Wahrheit nicht gerecht wird und so tut, als ob alles Palette wäre, aber es ist nicht mehr in Ordnung?
Ist es nicht, dass wir längst ein Spiel haben, in dem man sich schönredet, weil die Wirklichkeit unerträglich geworden ist? Ich berichte gerne von Gesprächen, die ich führe mit Mitgliedsunternehmern, Unternehmerinnen, die bei uns tagtäglich ihre Sorgen vortragen und die auch klar zu erkennen geben, dass der Mut mittlerweile mehr und mehr zurückgeht und die Verzweiflung immer weiter zunimmt. Generationen geführte Geschäfte, erfolgreich geführte Geschäfte, jeder Größe daran denken, ihre Unternehmenstätigkeit einzustellen, komplett Unternehmen aufzugeben oder ins Ausland zu verkaufen, obwohl sie gerade vor kurzem größere Investitionen durchgeführt haben, weil sie einfach wenig Hoffnung haben, dass sich in naher Zukunft etwas ändern wird. Es ist in der Tat schwierig, darauf hinzuweisen, dass die Politik letztendlich Maßnahmen ergreifen kann, wenn sie möchte, wenn der politische Wille vorhanden ist und auch darüber hinaus auch auf Familienebene möglicherweise auch Unstimmigkeit darüber besteht, wie man weiter verfahren soll. Aber es ist, wie ich finde, auch unsere Aufgabe, die Potenziale, die der Standort Deutschland hat, nach wie vor nicht allzu schlecht zu schreiben und negativ darzustellen, sondern auch dafür Sorge zu tragen, dass die Situation besser wird. Das ist unsere Aufgabe. Dafür sind wir in Gesprächen mit der Verwaltung, mit der Politik. Und wir hoffen, dass die Einsicht sich durchsetzen wird, dass letztendlich jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, Maßnahmen zu ergreifen. Jetzt, nicht am 1. Dezember oder am 1. Januar oder am 1. April, sondern jetzt. Aber man könnte durch bestimmte Steuern senken, man könnte Bürokratie abschaffen. All das geschieht nicht. Ja, häufiger auch mit dem Hinweis auf europarechtliche Regelungen, was vollkommener Unsinn ist. Man kann jederzeit das Mindestniveau der Stromsteuer, was von Seiten der Europäischen Union festgesetzt worden ist, bei 2,05 Cent pro Kilowattstunde, auf die von Europa vorgegebene 0,05 Cent reduzieren. Das ist 41 Mal höher, als es in Deutschland sein müsste. Man braucht damit niemandem Rücksprache halten. Das kann das Bundesfinanzministerium jederzeit selbst entscheiden, natürlich mit der Koalition zusammen. Es kann auch entschieden werden, dass die Mehrwertsteuer, die auf Gas reduziert worden ist, auch reduziert werden kann auf den Stromverbrauch. All das sind Möglichkeiten, die gegeben sind. Bitte? Kann man es für Heizöl auch reduzieren? Auch für Heizöl lässt sich es reduzieren. Es gibt 10 Millionen Haushalte in Deutschland, die bislang noch nicht davon profitieren, dass Maßnahmen entschieden worden sind seitens der Bundesregierung, die auch sie entlasten. Das ist bedauerlicherweise auch der Fall. Es reduziert sich auf Gas, Wärme, auf Strom, aber bislang nicht auf Heizöl. Man könnte die Energiepreise weiter senken, indem man noch mal 3 Kernkraftwerke ans Netz gibt. Das macht man auch nicht, damit die Windmüller ihre hohen Preise kassieren. Ich bin für undogmatische Lösungen. Und die undogmatischste wäre, jedes Potenzial, das wir in Deutschland zur Verfügung stellen können, um Energie zu erzeugen, um Druck vom Markt zu nehmen, auch zu ergreifen. Das ist ja nicht der Ausstieg oder der Wiedereinstieg in den Ausstieg aus der Kernkraft. Aber man sollte sich dem Status quo fügen und die geeignete Entscheidung treffen und nicht ideologisch vorgefasste Meinungen beibehalten, auf Biegen und Brechen. Obwohl jeder weiß, dass, wenn das Angebot verknappt wird, dann auch die Preise steigen werden. Also hier ist die Wirtschaft bislang sehr enttäuscht davon, dass die Politik nicht in der Lage ist, über ihren eigenen Schatten zu springen. Und haben ja 2011 folgende, als die Energiewende propagiert wurde, als der Ausstieg aus der Atomkraft propagiert wurde, hat man jeweils den Eindruck gehabt, hat nicht nur die Politik, sondern alle anderen Teilöffentlichkeiten, Verbände, auch Wirtschaft, hurra geschrien. Und gesagt, toll, das ist eine super Chance auch für den Standort Deutschland. Hat Politik bzw. Wirtschaft diese Dinge, die mit der Energiewende zusammenhängen, zu lange unterschätzt? Also meine These, um das gleich noch mal zu verdeutlichen, ist ja, die Situation, wie wir sie jetzt haben, die hätten wir ohnehin bekommen, etwas verzögert. Und die sind jetzt sozusagen gebündelt, wie unter einem Brennglas, durch den Krieg in der Ukraine. Aber kann man wirklich eine Industrienation wie Deutschland mit Sonnenenergie und Windrädern gestalten? Nein, das ist nicht machbar und die These ist keine These, sondern ganz einfache Zahlen. Wir hatten bei uns letztes Jahr im Landtag die Diskussion zur Energiestrategie 2040, das war im November. Und wenn man sich die Zahlen damals angeguckt hat, auch auf Bundesebene, war völlig klar, dass wir 24 spätestens, vielleicht sogar schon 23, ein Energieloch bekommen werden. Dass wir zu wenig Energie zur Verfügung haben, wenn eben die Kernkraftwerke vom Netz genommen werden, aber eben auch die Kohlekraftwerke. Und das war im November letzten Jahres und die Zahlen sprechen da eine eindeutige Sprache. Und ich finde das zutiefst ärgerlich, weil man kann nur Probleme lösen, wenn man anfängt, wirklich die Ursachen zu benennen. Und die Ursache ist in dem Falle eben nicht nur Putin, ja, sondern tatsächlich diese Energiewende, so wie sie gemacht wurde.
Und ja, ich finde das auch ärgerlich, ehrlich gesagt, dass und bitte nicht immer von der Wirtschaft reden, sondern da bin ich völlig bei Herrn Völz. Es gibt halt große Konzerne, die Manager geführt sind und nicht Inhaber geführt. Und dann haben wir den kleinen Mittelstand, der dann da nicht so sehr gehört wird, die da Hurra geschrien haben, weil es gerade on vogue war. Und die Konsequenzen dessen sehen wir jetzt. Und ich finde es hochdramatisch, dass wir sichere, verfügbare Energie nach wie vor substituieren wollen durch Windkraft und Solar. Also jetzt sollen noch mehr Windkraft und noch mehr Solar ausgebaut werden, was ja eigentlich Grundlage dieses Minus ist, was wir haben. Aber die Zusammenhänge will man ideologisch nicht verstehen. Das ist ein Riesenproblem. Da muss man, ja, Überzeugungsarbeit leisten. Hat Sarah Wagenknecht recht, wenn sie sagt, wir haben die dümmste Regierung in Europa? Also ich widerspreche der Frau sehr oft, in diesem Falle nicht. Frau Warlig, das ist ja eine dramatische Aussage, die Frau Ludwig da trifft. Und nun hat man ja manchmal das Gefühl, Deutschland war ja immer ein Mittelständlerland mit sehr vielen Handwerkern, mit Gastronomen, mit Industrie, mit allem dem, was das Mittelstand ausmacht. Und der Mittelstand ist ja auch ein politischer Stabilisator. Das Problem am Mittelstand ist, er wählt manchmal ein bisschen zu weit rechts. Er wählt nicht grün, er wählt nicht rot, er wählt ein bisschen bürgerlich. Stört der Mittelstand? Muss er weg, wenn wir alle Angestellte sind? Dann wählen wir brav Grüne oder SPD. Und wenn wir alle im Staatsdienst sind, wählen wir dann wirklich Grüne. Ja, der Mittelstand, der lebt ja vor allem auch von Leidenschaft, von Innovation. Und das hat ja auch ein ganz psychologisches Element auch in so einer Gesellschaft. Und der Mittelstand kann nur sich weiterentwickeln, wenn er innovativ ist, wenn er frei ist und nicht, wenn er in staatliche Abhängigkeit und in bürokratische Schranken, wie es jetzt gerade im Moment der Fall ist, gewiesen wird. Herr Völz, stört der Mittelstand? Ist er eigentlich anachronistisch? Brauchen wir ein paar Großkonzerne, die sind immer schön mitbestimmt, da sind die Gewerkschaften stark und dann ist alles Paletti, dann ist er auch noch vom Staat subventioniert und gut ist es. Und diese Mittelständler, diese Bäcker, diese groben Metzger, diese selbstbewussten Händler, diese Gastronomen, die stören einfach. Sie machen den Vielfalt und den Charme im Grunde genommen aus unseres Landes. Es ist kaum vorstellbar, dass der Mittelstand nicht mehr die Rolle einnehmen soll, wie er in der Vergangenheit seit dem Mittelalter, kann man fast sagen, in seinen Anfängen eingenommen hat. Wenige wissen, 8 von 10 Ausbildungsplätze in Deutschland werden im Mittelstand geschaffen. 60% aller Arbeitsplätze existieren im Mittelstand und 50% der Nettowertschöpfung wird im Mittelstand erwirtschaftet. Also dort dem Mittelstand die Lebensberechtigung, die Existenzberechtigung abzusprechen, ich denke, das hat sich bislang noch kein einziger Politiker getraut, auch keine Politikerin. Und ich glaube auch, das wird nicht so weit kommen. Was aber passiert ist, dass die von mir schon einige Male erwähnten Rahmenbedingungen immer weiter eingeengt werden, verschlechtert werden für eigenverantwortliches, unternehmerisches Handeln. Und da denke ich, sollen Appelle eigentlich nicht mehr ausreichend sein. Ich habe Verständnis dafür, wenn Menschen auf die Straße gehen und dort auch offen bekennen, dass die Situation, in der wir uns jetzt befinden, wirklich an der Abbruchkante ist. Es gibt also nicht mehr viele Möglichkeiten, wie ich finde, dass die Situation einer erheblichen Besserung zugeführt wird, wenn nicht auch drastische Maßnahmen ergriffen werden. Und diese drastischen Maßnahmen dürfen meines Wissens, meiner Erfahrung, meines Wissens nach auch durchaus unpopulär sein. Also man soll nicht versuchen, auf diese Weise Wahlen zu gewinnen, denn häufig ist es so, dass die Entscheidungen, die da getroffen werden, nicht nur unpopulär sind, sondern auch Menschen etwas abverlangen. Abverlangen, Besitzstandswahrung, schwieriger machen. Und daher denke ich, dass die Politik jetzt vor einer sehr großen Aufgabe ist, sowohl Regierung als Opposition, beide. Aber man hat das Gefühl, es ist ein Kahlschlag. Oder täuscht das? Ist es kein Kahlschlag, sondern geht einfach so dahin? Mittelständler sterben ja leise. Es ist vielfach sicherlich Ignoranz. Und das Wissen darum, dass kleine und mittelständische Unternehmen in der Vergangenheit immer wieder bewerkstelligt haben, zu überleben durch ihre Anpassungsfähigkeit. Und die Hoffnung darauf, finde ich, sollte nicht so weit gehen, dass eine Wirtschaftspolitik unterlassen wird, die notwendig wäre, um den Mittelstand zu unterstützen.
Haben Sie das Gefühl, dass wir es mit einer Wirtschaftspolitik zu tun haben, die die wirklichen Nöte und das, was Sie gerade beschrieben haben, was Mittelstand ausmacht, eigentlich auch versteht? Also mein Eindruck ist, es mutet ja schon ein bisschen merkwürdig an, wenn mir als Privatperson empfohlen wird, in der Energiekrise jetzt 2 Pullover anzuziehen oder den Waschlappen 3-mal umzudrehen. Wie muss es eigentlich auf Ihre Mitglieder wirken, wenn jetzt staatlicherseits empfohlen wird, die Türen zu schließen im Unternehmen und die Fenster zu schließen, also Energie zu sparen? Mein Verständnis von Unternehmertum war auch immer, dass das ja ein permanenter Prozess ist, im Unternehmen dafür zu sorgen, dass Kosten gesenkt werden. Also ich kann mir gar keinen Unternehmer vorstellen, der jetzt sozusagen in der Krise volle Pulle heizt, Fenster und Türen offen lässt. Aber so eine Ratschläge gibt es aus der Politik, wo man sich dann eigentlich fragt, haben die eigentlich einen Sensus für Mittelstand, für Unternehmen? Ja, viele derjenigen, die diese Äußerungen tätigen, haben von Wirtschaft keine Ahnung. Man muss es ganz klar so sein, in einer Marktwirtschaft, in der Unternehmen in einer wettbewerblichen Situation sich befinden, mit einem dann konkurrieren, da gibt es keine Ressourcenverschwendung. Die sind darauf bedacht, möglichst ressourceneffizient produzieren zu können, weil sie dann auch ihre Produkte und Dienstleistungen günstiger anbieten können. Also zu glauben, man könnte die Energiekrise dadurch lösen, dass man immer noch mehr einspart, ist völlig deplatziert. Es muss eine Entlastung erfolgen in dem von mir bereits skizzierten Maßnahmenbereich. Und zwar der Sozialstaat müsste erheblich eingeschränkt werden. Auch das nenne ich hier gerne. Im kommenden Jahr werden die Lohnzusatzkosten absehbar steigen. Das heißt, noch weniger netto vom Brutto. Dadurch wird zusätzlicher Druck ausgeübt auf Lohn- und Tarifverhandlungen. Und die Inflation wird angeheizt. Also der Staat hat selbst in der Hand. Ich denke mal, alles an die Wirtschaft abzuwälzen, ist kompletter Unsinn. Der Staat muss einfach, und ich kann es so pauschal sagen, der Staat als solches sollte abspecken und er sollte sich auf seine wesentlichen Aufgaben reduzieren und sollte auch den Bürgern etwas abverlangen und ihnen klar machen, es geht in diesem Falle auch mal nicht darum, noch mehr zu verteilen. Wie gesagt, die 1,1 Billionen Sozialleistungen hatte ich vorhin schon erwähnt. Das an dieser Stelle nochmal für alle anderen auch. Es geht darum, jetzt abzuspecken und den Staat besser aufzustellen oder die Wirtschaft besser aufzustellen, für die Herausforderungen, die wir in der Zukunft haben. Beim Einsparen fummelt man am liebsten immer beim Gürtel des Nachbarn herum. Also der andere soll sparen, ich nicht, Frau Ludwig. Sie haben ja auch das Bürgergeld kritisiert, aber das Bürgergeld, die Erhöhung, gilt ja als großartige soziale Leistung. Wollen Sie bei den Ärmsten sparen, damit die Unternehmen leben? Oder muss man nicht umgekehrt jetzt noch mehr Geld ausschütten, damit die soziale Spaltung in dem Land sich nicht verschärft? Da ist doch ein Widerspruch, oder? Da gibt es mehrere Widersprüche dabei. Ja. Und das macht es natürlich nicht ganz so einfach, das zu erklären. Wenn man noch mehr umverteilt, irgendwann gibt es ja nichts mehr umzuverteilen. Und die Frage wird ja überhaupt nicht mehr gestellt. Das hatten Sie eingänglich gesagt, wer soll das eigentlich bezahlen? Also diejenigen, die keine Steuern zahlen, können es auch nicht bezahlen, sondern diejenigen, die Steuern zahlen. Und wenn das immer weniger werden, ja, weil der Mittelstand immer kleiner wird, wird das eben hochproblematisch. Das Thema, warum es so schwierig ist, ist, die Sache wieder auf die Füße zu stellen. Also wir hatten letztens eine Diskussion im Landtag, wo die Bildungsministerin ganz stolz berichtete, dass es jetzt nicht nur 700.000 Wohngeldempfänger geben wird, sondern die durch die neuen Maßnahmen der Bundesregierung 2 Millionen. Und da ist man total stolz drauf. Und da sage ich, wie kann man stolz darauf sein, noch mehr Menschen abhängig zu machen vom Staat und ihnen nicht die Möglichkeit zu geben, ihren eigenen Lebensunterhalt zu bewerkstelligen. Und das kann ich nur, indem ihnen mehr netto vom Brutto bleibt. Und das wird immer weniger, immer weniger. Und deswegen sage ich, ist es kompliziert und es gibt mehrere Widersprüche da drin. Also die soziale Marktwirtschaft, auf die sich ja manche berufen und viele gar nicht mehr wissen, was sie eigentlich bedeutet, würde das wieder einregulieren. Aber wir lassen den Markt an so gut wie keiner Stelle mehr wirken, sondern tun immer so, als wenn es Marktversagen geben würde. Aber es ist reines Politikversagen. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, dass die soziale Umverteilung eine Dimension angenommen hat, dass man es eben nicht mehr in der Waage halten kann. Und das ist das eigentliche Problem. Unser Anliegen muss es sein, auch mit politischen Entscheidungen, Menschen wieder zu befähigen, selbstbestimmt ihr Einkommen zu generieren und für sich selber sorgen zu können. Und nicht, dass der Staat es abfedert. Und das ist nicht einfach, es ist wirklich kompliziert von Mechanismus her. Frau Wallig, wir haben ja das Gefühl, es gibt eine große Lethargie.
Ja, gerade eben in Bezug auf den Mittelstand wäre es auch wichtig, also auch seitens der Verbände, den einzelnen Kleinunternehmern oder Mittelständlern auch Mut zu machen. Und diese Betriebsaufgaben sind ja eigentlich auch nur ein Ergebnis daraus, dass viele Unternehmen oder Unternehmer eben auch den Mut verloren haben. Ich habe mit vielen gesprochen, die nicht Insolvenz anmelden, wie es Robert Habeck so schön gesagt hat, sondern einfach die Produktion einstellen oder ihren Laden zusperren. Also das reicht vom Brauereibesitzer in Karlsruhe bis zum Einzelhändler in der bayerischen Kleinstadt. Die Leute machen zu, weil sie den Mut verloren haben, weil sie keine Perspektiven sehen und sagen, okay, bevor jetzt hier alles noch schlimmer wird, gehe ich halt ins Ausland oder versuche mir wenigstens irgendwo eine Rückfallexistenz aufzubauen, wie Immobilienunternehmer habe ich gesprochen, die in Kanada oder in Schweden investieren oder ein Unternehmensberater, der bis nach Afrika gegangen ist. Also die Leute schauen sich einfach um, wenn es noch schlimmer wird, dass sie irgendwo eine Rückfallexistenz haben oder dass sie nicht auf diesen riesigen Kosten sitzen bleiben, wenn es so weitergeht mit der Preisspirale nach oben. Rette sich, wer kann. Sind wir eigentlich auch unsolidarisch mit Blick auf Europa? Ich meine, wir sind die größte europäische Volkswirtschaft. Und das Problem ist ja, dass wir eben wirklich nicht allein auf der Welt sind, ob Mittelstand oder Großunternehmen. Und die Länder um uns herum im Grunde ja schon Angst haben, wenn Deutschland abschmiert, ziehen sie uns mit in den Abgrund. Also man wird der Bundesrepublik Deutschland in den letzten Jahrzehnten sicherlich nicht vorwerfen können, unsolidarisch mit Europa gewesen zu sein. Jetzt. Ich will jetzt die Nettozahler-Diskussion nicht thematisieren, aber auch aktuelle Pakete helfen letztendlich Europa. Denn wenn die deutsche Wirtschaft gepreister geht, dann hat das auch negative Konsequenzen für ganz Europa und für alle anderen Länder, die in der Europäischen Union sind auch und die Anrainerstaaten ohnehin. Nein, ich wollte doch gerne den Punkt von vorne, von gerade eben, den Sie, Herr Tichy, erwähnten, nochmal thematisieren. Und zwar würde ich mich freuen, wenn in der Politik mehr Menschen ihre Berufung finden, die auch unternehmerisch schon mal tätig gewesen sind, die in der Wirtschaft gearbeitet haben, die in der Wirtschaft ihre Erfahrungen gemacht haben. Das ist doch pure Illusion. Wir haben abgebrochene Sozialpädagogik. Ja, das ist die Situation, oder? Die muss aber nicht so bleiben. Von daher mein Appell an all jenigen, die sich berufen fühlen, in die Politik zu gehen, und der letzte Schubs noch fehlt, den sich selbst zu geben. Denn letztendlich entscheiden ja in der Politik Menschen mit Kenntnissen besser als welche, die keine Sachkenntnisse haben. Wir haben ja aktuelle Fälle schon, haben Sie auch gerade angesprochen. Wer in einem bestimmten Bereich Verantwortung trägt, sollte dann auch über die entsprechende Sachkenntnis verfügen, die er nach Möglichkeit er oder sie in der Praxis erworben hat. Frau Ludwig, Sie hätten ja diese Erfahrung. Wie ist das in der Politik? Kommt man da mit Sachkunde durch? Oder herrscht Fraktionszwang? Es wird immer viel über Fraktionszwang gesprochen. Und in der Politik muss man sich auch genau überlegen, wann man tatsächlich gegen die Fraktion stimmt. In den letzten 2 Jahren gab es doch die ein oder andere Situation, was es erforderlich gemacht hat, gerade auf Bundesebene. Aber das ist eine Frage von Geben und Nehmen. Und ich bin seit, nicht gefühlt 20 Jahren, aber seit 20 Jahren in der Politik aktiv, seit 14, 15 Jahren. Und mein Anliegen war es immer auch, Unternehmer zu ermutigen, den Schritt in die Politik zu machen, weil es funktioniert eben nur über Mehrheiten. Das ist einfach so. Und jeder hat seinen eigenen Lebensbereich. Und wenn ich da einen Rechtsanwalt zu sitzen habe, einen Lehrer, wie auch immer, egal wie man jetzt nennt, der fühlt sich dann angegriffen, was ich so überhaupt nicht meine. Aber der hat seinen eigenen Lebensbereich, seinen eigenen Erfahrungsbereich. So, und das ist auch gut, wenn man das in einer Demokratie einbringt. Aber Unternehmer und gerade Mittelständler sind absolut unterrepräsentiert in der Politik. Die wollen aber auch nicht. Viele können nicht, das verstehe ich. Wenn ich ein Familienunternehmen habe, dann heißt es, wie soll ich das machen? Das geht nicht. Insofern habe ich das auch öfter mal bei Verbänden angesprochen, müssten sich Verbände viel mehr organisieren und sagen, wir müssen Leute finden, entweder weil sie altersbedingt jetzt aus dem Berufsprozess ausgestiegen sind aus dem Familienunternehmen oder man stellt den frei, unterstützt den. Wir müssen aber zwingend Kandidaten haben, die wir zur Verfügung stellen. Und das sehe ich als eine zukünftige Aufgabe von Verbänden übrigens an, das zu organisieren und zu machen. Weil anders funktioniert es nicht. Es gibt aber auch größere Mittelständler, ich rede jetzt nicht über Konzerne, sondern tatsächlich auch die, wo es irgendwie gehen würde. Und das gehört auch zur Wahrheit dazu, die auch über Politiker lächeln und sagen, naja, lass die mal machen. So. Und jetzt seit 2 Jahren sagen sie es einfach nicht mehr, weil sie sehen, dass es bei ihnen tatsächlich persönlich auch ankommt. Deutschland ging es so gut, dass man der Meinung war, na, man kann ja Politik gewähren lassen, das schadet uns nicht oder es beeinträchtigt uns nicht. Aber doch, es kommt jetzt in jedem Lebensbereich an.
Und das ist ein großer Appell wirklich auch an die Verbände, die die Möglichkeit haben, sowas zu strukturieren. Schaut, wen ihr auch verpflichten könnt, in die Politik zu aber gehen. Viele zumindest für 4 oder 5 Jahre, um da die Erfahrung mit einzubringen. Ansonsten braucht man sich nicht wundern, ja, wenn ich Politik von Beamten bekomme und nicht Politik von Unternehmern für aber Unternehmer. Viele Unternehmer beklagen sich oder haben Angst davor, dass sie, wenn sie sich politisch äußern und engagieren, von der Politik bestraft werden, weil die Politik eben in immer mehr Lebensbereiche hinein ihre Fäden spinnt, bis hin zum Leiter einer Schule oder eines Gewerbeamts und wehe, ein Unternehmer ist frech geworden. Es ist in der Tat so. Also es hat in der Corona-Zeit begonnen, in Rosenheim sich eine Unternehmervereinigung zusammenzuschließen, die bis auf 5.000 Mitglieder angewachsen ist und sich mittlerweile auch bundesweit organisiert hat. Und die heißt Wir stehen zusammen. Allerdings, ich habe jetzt im Vorfeld zu dieser Sendung noch mal nachrecherchiert, was ist denn jetzt eigentlich aus dieser Vereinigung geworden? Und die Mitorganisatorin sagte, ich soll auf keinen Fall ihren Namen mehr in der Öffentlichkeit nennen, nachdem ich früher mal einen Artikel über sie geschrieben habe und auch die viele andere engagieren sich dort nicht mehr, weil sie Auftragsstornierungen bekommen haben von Kunden, weil sie sich politisch geäußert haben, offenbar in nichtregierungstreuer Manier. Und sie wurden öffentlich von der Lokalzeitung hingehängt und diffamiert. Und insofern hat sich diese Wir-stehen-zusammen-Bewegung jetzt in den Untergrund, muss man schon fast sagen, begeben. Und sie helfen sich jetzt online oder mit Privatveranstaltungen, mit Rat und Tat, vermitteln sich Mitarbeiter oder eben auch Kunden und Aufträge und Verbindungen. Aber sie wollen auf keinen Fall mehr als Unternehmer in der Öffentlichkeit dastehen, dass sie irgendwo regierungskritisch oder Politik machen wollen. Also der Staat ist nicht nur fett geworden und kassiert ab, sondern er hackt nach unten. Das auch noch. Saskia Lutzig, Sie haben jetzt ein leidenschaftliches Plädoyer für Durchlässigkeit zwischen Politik und Wirtschaft geworben. Das kann man unterstützen. Aber die Stimme des Mittelstandes in der Union ist ja die Mittelstandsvereinigung. Man hat den Eindruck, hier auch dröhnendes Schweigen bei den anstehenden Problemen, die wir jetzt ja seit Corona im Grunde im Lande haben. Teilen Sie diesen Eindruck? Also den Eindruck teile ich nicht. Die Mittelstandsvereinigung, und zwar wirklich auf vielen Ebenen, ist sehr laut. Also hat nicht nur gute Pressemitteilungen gemacht, Gitta Connemann präsentiert sich da auch entsprechend mit Forderungen. Aber die Mittelstandsvereinigung ist eben nicht die Mehrheit in der Union. Ja, da gibt es eben auch starke Sozialverbände, ob es die CDA ist, die dann auch nicht sehr fein und sehr kollegial miteinander umgehen. Und dieses Verständnis von Streiten, ja, von Demokratiestreit, ist ein Stück weit wirklich abhandengekommen, und zwar auf allen Ebenen. Ja. Frau Walik, hat uns Corona lethargisch gemacht. Nehmen wir alles hin, duldsam, wie die Schafe? Naja. Viele Unternehmer sind eben furchtsam geworden. Also die Gesellschaft ist ja ziemlich gespalten. Und es gibt eben die einen, die mehr auf den Staat vertrauen und auf die Sicherheit. Und die anderen, die sich mehr um ihre Freiheit und unternehmerische Flexibilität Sorgen machen. Und halt auch natürlich um ihre Existenz bangen. Und das sind so zwei Lager, die lassen sich eigentlich kaum mehr zusammenbringen. Dazwischen ist ein großer Graben. Und keiner versucht oder kann auch den Graben irgendwie überschreiten. Das fängt bei der Politik an, die ihre Maßnahmen bis zum letzten verteidigt, die sie ergriffen hatten, auch wenn sie noch so schädlich waren für den Einzelnen oder für die Unternehmen, weil sie nicht eingestehen können, dass es einfach ein großer Fehler war oder dass man irgendwelche Maßnahmen evaluieren oder vielleicht auch revidieren muss. Und so ist dieser Graben eigentlich nahezu unüberbrückbar. Und die einen stehen auf der einen Seite und die anderen auf der anderen. Und man kann sie kaum mehr zusammenbringen. Das heißt also, es geht hier nicht nur um Energiepolitik. Es geht hier um ein grundsätzliches Staatsverständnis, nämlich dass die Selbstständigkeit, die Eigenverantwortung, die Gestaltung des eigenen Lebens in den Hintergrund gedrückt wird, weil immer mehr Menschen von staatlichen Sozialleistungen, Aufträgen, vom Wohlwollen von Beamten und Regierung abhängig ist. Das ist der düstere Befund dieser Sendung. Wir werden alles tun, damit sich das wieder ändert. Vielen Dank fürs Zuschauen.